Ich freue mich heute über ein sehr spannendes Thema sprechen zu dürfen, über wertsteigernde Kreislaufwirtschaft und die zentrale Herausforderung, die wir gemerkt haben, die in den letzten Jahren einfach vorliegt. Beim Thema Kreislaufwirtschaft, beim Thema Circular Economy ist die Frage, wie kann ökologische und soziale Nachhaltigkeit denn eigentlich im Einklang stehen mit auch ökonomischer Nachhaltigkeit, also mit Profitabilität? Weil ich glaube, das ist eigentlich das zentrale Problem, vor dem wir stehen, dass wir wollen alle in Richtung Nachhaltigkeit. Aber am Ende des Tages lassen sich auch nur die Themen umsetzen, die wirtschaftlich tragbar sind. Und das ist ein Thema, das ich heute gerne mit Ihnen allen beleuchten würde. Dafür gebe ich einen kurzen Impuls in den ersten 20 Minuten. Der soll ein bisschen zum Denken anregen, vielleicht ein paar neue Perspektiven für Sie aufmachen. Und dann freue ich mich auf eine sehr, sehr angeregte Diskussion im Nachgang. Bitte nutzen Sie auch die Chance, essen Sie parallel, trinken Sie parallel. Ich möchte nicht Ihre Mittagspause klauen, damit Sie irgendwie unausgelastet den Nachmittag starten. Ich bin da komplett schmerzbefreit, also gerne in einer sehr lockeren Atmosphäre. Lassen Sie uns einmal einsteigen und uns die Frage stellen, was ist Kreislaufwirtschaft? Bei Kreislaufwirtschaft denken wir, oder ich habe früher, bevor ich mich intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt habe, immer erstmal an den gelben Sack gedacht. Ja, das ist so ein Thema, da weiß ich, okay, das ist Kreislaufwirtschaft, deshalb trennen wir Müll, deshalb bringen wir Themen zurück, deshalb bringen wir auch Materialien in einem Kreislauf wieder zurück. Aber Kreislaufwirtschaft ist viel mehr am Ende des Tages. Kreislaufwirtschaft ist eigentlich die Antwort auf, wie wir nach Produktion wieder wirklich nachhaltig gestalten können. Und die Frage ist, wie geht das? Ja, das geht, indem nachhaltige Produktion eben nicht nur das Sparen von Energie ist, also das Heben von Effizienzen, eben das Reduzieren von Ausschüssen, sondern indem wir eben auch über Kreislaufwirtschaft, über Circular Economy sprechen. Und das Thema Recycling hatte ich gerade schon beispielhaft mit dem gelben Punkt-System angesprochen in Deutschland, ein nationaler Mülltrenner, das können wir ganz gut. Recycling erhöhen ist auch ein hehres Ziel, aber alleine das am Ende des Tages reicht nicht, weil mit Recycling können wir einen Teil der Lösung erzeugen, aber wir brauchen vielmehr auch noch lebensverlängernde Maßnahmen. Und was ich mit lebensverlängernden Maßnahmen meine, sind Themen wie Reparatur, die jeder kennt, zum Beispiel vom Auto. Es geht aber auch darum, schon intelligent zu erkennen, wann ich eigentlich reparieren muss, also Predictive Maintenance. Es geht darum, Automobile vielleicht nicht nur über einen Besitzer laufen zu lassen, sondern gebrauchte Güter auch wieder in den Verkehr zu bringen. Und das sind so diese zentralen Maßnahmen. Es gibt noch viel mehr. Ich komme gleich auch noch mal auf eine genauere Differenzierung hin hinsichtlich der unterschiedlichen REX-Strategien. Aber das sind so die Themen, die wir heute schon ganz gut heben. Aber es geht vielmehr darum, auch zu verstehen, neben Lebensverlängernden, wie kann ich denn auch Funktionserweiterungen und vielleicht sogar Wertsteigerungen in Produkte bringen, die aktuell schon im Markt sind. Und das ist unser Ziel, dass wir da diesen Einklang finden, wie man eben über Funktionserweiterung und Wertsteigerung, die heute schon gewollt ist, ja, die auch gefordert ist, die notwendig ist, wie können wir das aber in Einklang bringen mit profitabel möglich? Weil wie eingangs erwähnt, wir werden realistischerweise im großen Maßstab nichts umsetzen, was am Ende des Tages nicht wirtschaftlich tragbar ist. Und das ist genau das Ziel, und die Vision würde ich Ihnen gerne in den nächsten Minuten noch mitverkaufen will. Damit beschäftigen wir uns hier sehr intensiv am RWTH Aachen Campus. Dafür ist das FER repräsentieren. Wir setzen uns auch damit sehr, sehr intensiv auseinander. Wie können wir diese Entwicklung eben begleiten? Und wenn wir eben über Circular Economy sprechen, ist es ja immer wert, einmal auf die Potenziale und die Herausforderungen zu schauen. Potenziale hier auf der linken Seite dargestellt, die Herausforderungen auf der rechten Seite. Und die Potenziale, die wir sehen hier, sind immens. Wenn wir eine Kreislaufwirtschaft und eine Kreislaufwirtschaft basierend auf den unterschiedlichsten R-Strategien oder X-Strategien umsetzen, das heißt, wenn wir in Kaskaden denken, wenn wir nicht nur über Mehrfachnutzung denken, sondern das Ganze bis zum Recycling durchdenken. Ja, wir sehen hier am Ende des Tages 95% weniger Neumaterialien. Ja, ich glaube, damit ist dann schon sehr, sehr viel gewonnen. Aber woran liegt es, dass wir das in der Intensität heute noch gar nicht umsetzen? Die Herausforderung dabei ist zum einen die Profitabilität als ganz zentrale Herausforderung. Wir sehen beispielhaft hier zwei Zahlen auf der rechten Seite rausgegriffen, die sinkende Zahlungsbereitschaften. Grün war mal sehr in,
Da war die Zahlungsbereitschaft sehr groß. Wir sehen eine enorme Abnahme der Zahlungsbereitschaft für das Label Nachhaltigkeit, weil damit auch sehr viel Schundluder betrieben wurde. Ja, da müssen sich viele Konzerne auch an die eigene Nase packen. Aber wir sehen von 67 auf 30% mehr Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Produkte gesunken. Der Kunde, die Kundin möchte am Ende nicht mehr Geld in die Hand nehmen, nur um dieses Nachhaltigkeitslabel zu haben oder eben nur im begrenzten Markt. Und vielleicht hier noch der dritte Punkt, der Produktionsaufwand für nachhaltige Produkte. Wenn man in unterschiedlichen Kreisläufen denkt, ja, wie ich das auch designen muss und produzieren muss, damit es wirklich nachhaltig ist, ist halt viel, viel höher. Das heißt, ich habe höhere Produktionskosten am Ende des Tages bei einer nicht unbedingt höheren Zahlungsbereitschaft. Das ist nicht gut. Ne? Das ist wir genau in den zwei falschen Richtungen die Stellhebel betätigt. Das heißt, hier ist die Frage, wie können wir das Ganze am Ende des Tages wirklich übersetzen? Wie können wir eine wirtschaftlich attraktive Lösung finden, um eben Produktlebenszyklen signifikant zu verlängern, beziehungsweise am Ende des Tages ja, einen besseren ökologischen Abdruck zu hinterlassen? Um das zu verstehen, würde ich gerne einmal noch den Value Hill beziehungsweise ja, den Value Hill aufzeigen, der uns einmal darstellt, wie entsteht eigentlich Wert und wie können wir Wert bewahren. Das heißt, jetzt einmal von links kommend durch diese Abbildung, nach der Rohstoffgewinnung kommt die Produktion, kommt die Verarbeitung, kommt das Erzeugen von Komponenten. Diese werden dann montiert und am Ende des Tages vertrieben an den Endkunden. Also die Personen, die hier oben abgebildet sind mit dem Icon, das sind Sie und ich, wenn wir gewisse Produkte nutzen. Und während wir dieses Produkt nutzen, bleibt der Wert des Produktes in der Nutzungsphase relativ konstant. Die Frage ist aber, was passiert nach der Nutzungsphase? Ja, ich sehe schon so ein bisschen den Kopf hängen. Ja, natürlich nimmt der leicht ab. Man könnte so leicht nach unten machen, aber das Grundniveau ist verhältnismäßig hoch. Und das Ziel ist ja eben, in der Kreislaufwirtschaft jetzt zu schauen, wie können wir möglichst viel Wert bewahren von dem, was einmal erzeugt würde. Das heißt, das Schlimmste, was uns passieren, ist, wenn wir komplett einmal diese Pyramide nach unten gehen, ins Recycling übergehen. Ja, vielleicht, ich habe jetzt unten das Verbrennen nicht mehr aufgenommen, weil das ist für mich keine wirkliche Kreislaufwirtschaft, wenn wir daraus energetische oder thermische Energie gewinnen. Aber das Recycling, da haben wir schon am Ende des Tages das meiste des Werts zerstört, weil wir aus einem Produkt nur noch Sekundärmaterialien herstellen. Während wir im Reuse das Produkt auf einem sehr, sehr hohen Niveau halten, beispielsweise wir haben ein Auto, wir verkaufen das Auto, die andere Person fährt dieses Auto weiter, dann ist das Auto immer noch ein Auto. Ich kann relativ viel daraus machen. Und so ist jede Stufe von diesen R-Strategien, wenn wir beispielsweise über Remanufacturing sprechen, ist eben auf einer anderen Ebene des Wertbehalts. Das heißt, beim Refurbishment ist es dieses Wiederaufbereiten auf quasi neuem Niveau. Ich sage, ich schaue mir das Auto an, ich überhole das Auto, ich ersetze auch in größerem Maß vielleicht defekte Bauteilgruppen, damit ich wieder ein funktionstüchtiges Auto habe. Beispiel hier wäre zum Beispiel der Ankauf von zumindest teilweise defekten Fahrzeugen, das wieder aufbereiten und das deutlich ja, teurere Vertreiben davon wieder. Und das ist eben der Value Hill. Das ist einmal, was schaffen wir? Wir schaffen einen Wert eines Produktes, den nutzen wir aber, dabei nehmen wir leicht ab. Und die Frage ist, was machen wir danach? Wir versuchen immer, Wert zu bewahren auf der höchstmöglichen Stufe, wenn wir in sauberen Kreisläufen denken. Und dann kaskadieren wir das Ganze runter. Die Frage ist nur, ist das alles, was wir machen können? Oder können wir nicht einen halben Schritt weitergehen und uns überlegen, was müssten wir denn tun, wenn wir nicht immer nur nach unten gehen wollen in dieser Pyramide? Und das Konzept, über das ich heute mit Ihnen sprechen möchte, greift genau da an. Und zwar bezieht sich das hier auf die Upgrades, also darauf, dass wir bestehende Produkte, die bereits im Verkehr sind, die ihren ersten Lebenszyklus durchlebt haben, dass wir die gezielt zurückholen und in diesem Wiederaufbereitungsprozess, den ich eben angesprochen hatte, gegebenenfalls eben noch mit funktionalen Upgrades versehen. Das heißt, ich schaue mir an, okay, wie ist eigentlich das Produkt heute in einem Zustand,
Ich analysiere vielleicht die defekten Teile oder die Teile, die ausgetauscht werden müssen. Gleichzeitig schaue ich aber auch noch, ob am Ende des Tages für diese Produkte, die oder diese Module, diese Teilmengen, die ich austausche, ob dafür nicht bereits bessere Lösungen existieren. In Teilen gibt es das heute schon, aber diese Denkweise zu überlegen, ah, wenn ich eh einmal das Produkt anfasse, in dem Beispiel zuvor das Fahrzeug, kann ich da nicht noch neue Technologien mit reinbringen? Irgendetwas, was einen echten Mehrwert für die Fahrerin, für die Fahrer des Fahrzeugs hat, für die Nutzerin, den Nutzer des Produktes. Das heißt, stellen Sie sich mal vor, in einem alten Golf 4 wäre jetzt auf einmal eine saubere Einparkautomatik und die ausgegilbte Schürze sähe jetzt nach dem neuesten Golfmodell aus. Das wären ja Teile, die für die Fahrerin oder Fahrer meistens einen Mehrwert stiften würden, wenn man jetzt diese Funktionalitäten gerne hätte. Und das gedacht in den unterschiedlichen Produkten führt zu einer ganz neuen Logik. Weil ich muss für mich überlegen, welcher Kern eines Produktes besteht eigentlich lange und welche Module und Funktionen kann ich gezielt austauschen über die Zeit. Und das ist das Ziel eben dieser Upgrade Circular Economy, dass ich für mich klar mache, okay, welcher Teil steht lange, den bezeichnen wir als Kern. Und welcher Teil sind Module, die ich eben austauschen kann, um neue, höhere Nutzenlevel zu erzeugen für die Nutzerinnen und Nutzer. Ja, für die Nutzerinnen und Nutzer. Das Gute ist, das Konzept ist vielversprechend, dahingehend, dass ich eben einfach einen deutlich verlängerten Produktlebenszyklus habe. Dass ich nicht alles erneuern muss, sondern mich auf die Teile fokussieren kann, die ich erneuern möchte. Und ich kann kontinuierlich Innovationen auch in die Produkte einbringen. Ja, wenn wir an Fahrzeugen denken, da dauert es ja ungefähr 4,5 Jahre von, wir machen jetzt ein neues Fahrzeug, bis das ist auf dem Markt. Da sind wir schon relativ weit vorbei an neu entstehenden Technologien. Und ähnlich ist das bei anderen komplexen Produkten. Und die Frage ist, wie können wir das denn ändern? Also, welche Herausforderungen ergeben sich jetzt wirklich für produzierende Unternehmen, um das nach vorne zu treiben? Und wir haben das Ganze hier einmal in vier unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, die sich signifikant ändern müssen, um diese Transformation zu einer wertsteigernden Kreislaufwirtschaft gleich Upgrade Circular Economy, zu durchlaufen. Und der erste fundamentale Punkt, ich komme jetzt von oben links gehend, im Uhrzeigersinn, der erste zentrale Punkt ist das Verständnis von Geschäftsmodellen. Wenn wir normale transaktionale Geschäftsmodelle, also das Verkaufen von Produkten, in den Vordergrund stellen, haben wir eine extreme Herausforderung, dass wir an die Produkte, die wir vielleicht gerne upgraden würden, nicht mehr so einfach drankommen. Sondern die Nutzerinnen und der Nutzer, der müssen uns ja erstmal erlauben, wieder auf dieses Fahrzeug zugreifen zu dürfen, um das zu erneuern. Oder auf ein ähnliches Produkt. Das heißt, um zu gewährleisten, dass wir die maximalen Potenziale heben können, müssen wir von dieser stark eigentumsorientierten Geschäftsmodelllogik, also von dem Verkauf, das ist jetzt dein Fahrzeug, hin zu einer nutzungsorientierten Logik, also eher Richtung Abo-Modelle kommen, die man auch als Subskriptionsgeschäftsmodelle eben zeichnet. Weil in einem Subskriptionsmodell, in einem Abo-Modell, bleibt der Inverkehrbringer, der Produkthersteller, am Ende des Tages konstant Eigentümer des Produktes. Der Besitzer wechselt zwar, weil jemand anders das Auto fährt, aber das Produkt bleibt im Eigentum des Herstellers. Darüber kann ich sicherstellen, dass ich gewisse Wartungsintervalle auch oder Upgrade-Intervalle auch sicherstellen kann und immer wieder darauf zugreifen kann. Das bedeutet aber auch eine große Herausforderung für die produzierenden Unternehmen, die das Geschäftsmodell umstellen, weil anstatt ich habe einmal meinen Payday für 50.000 Euro pro Auto, muss ich jetzt meine Bilanzen so umschreiben, dass ich jedes Auto bei mir behalte und im Monat vielleicht 1.000 Euro überwiesen bekomme für diese Nutzung. Und das heißt, es ist ein ganz großer Shift in der Denkweise, wie ich eigentlich das Ganze realisiere. Und genauso verändert sich die Wertschöpfungsstrategie halt auch signifikant damit. Vom Hersteller zum Betreiber, was ich gerade angedeutet habe. Ich stelle nicht mehr nur her und sage danach, okay, das ist jetzt dein Problem, was du mit diesem Produkt machst,
sondern ich bin der Betreiber des Produktes. Für mich ist das Ziel, dass es effizient betrieben wird, dass ich entsprechende Upgrades reinbringe und dass ich am Ende des Tages aber auch diese Upgrades realisieren kann. Weil wenn Sie sich heute eine Produktion vorstellen, die nur auf Verkauf ausgerichtet ist, ist das sehr einfach. Es fällt ein Produkt nach dem anderen am Ende vom Fließband und ich verkaufe es. Kommt jetzt aber in dem Modell ein solches Produkt wieder zurück, ein Fahrzeug, muss ich für mich es ja schaffen, dieses Fahrzeug sauber auseinanderzunehmen, zu schauen, wo Herausforderungen oder auch Fehler aufgetreten sind, welche Module ich austauschen muss und gegebenenfalls neue Innovationen wieder mit einbauen. Das heißt, ich brauche mindestens einen Teil meiner Produktionsfläche für eine solche Demontage und Reassembly Line. Ja, das heißt, da sprechen wir dann über die Wiedermontage von Teilen, die deutlich komplexer sind, weil ich das zustandsbasiert machen muss, abhängig davon, welche Fahrzeuge, welche Produkte eben zurückkommen. Große Herausforderung, auch wenn wir über die IT-Systemlandschaften von Unternehmen sprechen. Also wie geht mein ERP-System damit eigentlich um, wenn ich multizirkulär denken muss? Gar nicht so einfach, wie man denkt. Jetzt habe ich gerade schon darüber gesprochen, ich muss es sauber auseinandernehmen können. Also ne, ich muss demontieren und remontieren. Das bedeutet natürlich auch, dass meine Produktarchitektur dafür ausgelegt sein muss. Das heißt, ich muss eben in unabhängigen modularen Komponenten denken. Ich muss viel stärker von dieser integralen Produktbauweise, die aktuell bei komplexen Produkten wie zum Beispiel einem Fahrzeug, die Automobile haben es auf die Spitze getrieben, die da vorherrscht, wo die unterschiedlichsten Funktionen in einem Bauteil zusammengefasst sind, muss ich wieder hin zu einer Differentialbauweise. Also zu viel stärkerer Modularität und nicht nur im Sinne von einem modularen Querbaukasten, wie das der ein oder andere Automobiler vielleicht hat, sondern dass wirklich auch die Funktionen klar wieder einzelnen Baugruppen zugeordnet sind. Und wenn ich es ermöglichen möchte, dass Innovationen reingetrieben werden, muss ich auch sicherstellen, dass ich gewisse standardisierten Schnittstellen vorgebe, damit auch Zulieferer, wo ein Großteil der Innovation in den unterschiedlichsten Branchen getrieben wird, dass die diese Innovationen auch bei mir in Anführungsstrichen andocken können, also über Schnittstellen mit anbinden können. Und das ist da eben auch noch ein ganz, ganz großes Thema, wie kann ich Branchenstandards erzeugen, um das Ganze nach vorne zu treiben. Als letzter Schritt, ich hatte es eben schon angedeutet, jetzt bin ich oben rechts bei der Innovationsstrategie und bin doch gegen den Uhrzeigersinn, nicht mit dem Uhrzeigersinn durch diese Abbildung gegangen. Wenn wir jetzt oben rechts bei der Innovationsstrategie denken und ich darüber nachdenke, dass ich ein Produkt trennen möchte in einen langlebigen Kern und in Module, die ich austauschen kann, funktioniert das am Ende nur dann, wenn das Produkt in der Art und Weise relativ gleich bleibt, wenn ich keine disruptiven Innovationen reinbringe. Das heißt, es geht viel stärker in den Fokus von inkrementellen Innovationen, von kleinen und vielleicht gar nicht so lang dauernden Innovationen, die ich sukzessive immer wieder in das Fahrzeug einbringen kann. Also ich hatte eben das Beispiel mit Einparksensoren gebracht. Vielleicht, wenn man dann da über Kameras nachdenkt, die heute ja schon viele Fahrzeuge haben. Das wäre so ein Schritt der Innovation, der vielleicht noch abbildbar war in dem Gesamtverhältnis von einem Fahrzeug. Aber das ist eben das Ziel, dass ich nicht in Golf 3, 4, 5, 6, 7, 8 denke, sondern dass ich eben in kleinen Anpassungen entsprechend in den einzelnen Funktionalitäten denke. Also nicht ganzheitlich innovieren und das Ganze neu aufziehen, sondern immer kleine Teile austauschen und nach vorne bringen. Jetzt haben Sie gemerkt, ich habe als Beispiel schon häufiger das Auto genutzt. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir dieses Gedankenexperiment gerade auch an einem Fahrzeug mit nach vorne treiben hier am Campus. Und zwar gibt es bei uns die Evolution GmbH. Die Evolution ist das erste Fahrzeug, wo wir versucht haben, das mal nach dem Konzept der Wertschöpfungskreislaufwirtschaft komplett durchzudenken. Das heißt, wir sehen hier jetzt eine Visualisierung davon. Wenn wir darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, stellt sich die Frage, okay, welche Teile kann ich eigentlich relativ gut austauschen und welche bleiben für eine längere Zeit? Ja, also ich meine, wenn wir hier sehen, einen Stoßdämpfer oder ähnliches, den wir austauschen, das geht sehr schnell.
Zierleisten und ähnliche optische Sachen kann ich gut und schnell austauschen und weiß damit, okay, vielleicht möchte der Kunde eigentlich nur ein neues Design. Ich kann anfangen, das Ganze dann nach 3 Jahren einmal sportlicher auszutauschen und dementsprechend vielleicht meine Anforderungen an die Produkte deutlich reduzieren. Wenn wir hierüber sprechen, über das Auto, ist die Frage, was ist denn eigentlich der zentrale Kern eines Autos? Was hält sehr lange? Und was sehr, sehr lange hält, ist der sogenannte Frame, beziehungsweise ja, man kann es auch als Skelett des Autos bezeichnen, weil diese Rahmen halten über, also solange es keinen Unfall gibt, halten die sehr, sehr lange in der Produktdauer und entsprechend können um diesen Frame herum, um dieses Skelett immer wieder neue Teile angedockt werden und können so nach vorne getrieben werden. Das heißt, ich habe diesen Frame, der jetzt 30, 40, 50 Jahre hält und die Teile, die nicht so lange halten, kann ich sukzessive um diesen langhaltenden Kern austauschen, um so eben immer wieder neuen Wert für Kundinnen und Kunden zu schaffen. Und das ist bei weitem nicht begrenzt auf das Auto. Für mich ist wichtig, dass Sie diesen Impuls der Denkweise mitnehmen, wie ich das eigentlich zerlegen kann. Und nicht nur Design for Recyclability, sondern dass ich diesen Schritt gehe, okay, wie kann ich denn eigentlich sukzessive den Wert des Produktes im Feld erhöhen und immer wieder die Kundinnen und Kunden damit begeistern. Und abschließend noch, wo realisieren wir das? Ich habe gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, der RWTH Aachen Campus. Sind Sie alle herzlichst eingeladen, gerne auch mal vorbeizukommen, sich das anzuschauen, diese Konzeptideen. Die haben wir bei uns hinten der DFA auch schon ja, in Teilen realisiert. Da ist es dann weiße Ware, die sauber auseinandergenommen wird und wieder aufgebaut wird. Und das ist wichtig. Ich meine, das ist ja auch unsere Aufgabe als anwendungsorientiertes Institut, die Unternehmen entsprechend abzuholen. Aber das ist so der eine Punkt, den wir gemerkt haben, dieses Circularity wirklich einmal fühlen und verstehen, was das bedeutet, ist ein ganz, ganz wichtiger Weg, den wir ja hier links sehen. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um das begreifbar zu machen, das mal anzufassen. Ich glaube, das kennt jeder. Wenn man es mal gesehen hat, mal angepasst hat, dann hat man ein ganz anderes Verständnis dafür. Das ist so eine Sache, die wir bei uns machen. Das, glaube ich, kann ich jedem nur mal empfehlen, da mal vorbeizukommen und sich das anzuschauen. Und am Ende des Tages, klar, die Begleitung bis zur ganzheitlichen Umsetzung. Aber ich glaube, das Erste und Allerwichtigste ist erstmal verstehen, wo liegen die Potenziale und in welche Richtung soll es eigentlich gehen. Und damit komme ich auch schon zur zusammenfassenden, abschließenden Slide, damit wir noch genug Chancen zur Diskussion haben. Nachhaltige Produktion, ja, ist brutal herausfordernd. Ich glaube aber, dass es viele Möglichkeiten gibt, dass wir das besser machen können, dass wir da auch in der Pflicht sind, das vorzudenken, das voranzutreiben. Der Ansatz der wertsteigernden Kreislaufwirtschaft, den wir gerade diskutiert haben, ist ein fundamentaler Wechsel in der Denkweise. Und das ist da, wie bei Kreislaufwirtschaft im Generellen, immer die Herausforderung, dass wir eine gesamte systemische Veränderung brauchen. Und darum müssen wir, glaube ich, es auch schaffen, großflächige Demonstratoren zu realisieren, um den Glauben in den Industrieunternehmen auch zu stärken an diese Vision. Und ich glaube, der Weg über zu einer Wertschöpfungs-Kreislaufwirtschaft muss immer über das Verständnis auch einer allgemeinen Kreislaufwirtschaft, über Circular Economy gehen, weil auch nur in dem Zusammenspiel der unterschiedlichen REX-Strategien können wir das volle Potenzial am Ende des Tages wirklich heben.